Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder top fit. Oh, baby. Ganz sanft lege ich es auf den Tisch. Da ist er ja wieder. Siehst du, war sofort. Pi mal Daumen. Wuffel. Du heißt Wuffels. Verwende gefälligst einen richtigen Namen. Keine Ahnung, ob es hier irgendwas gibt. Wieder der Typ mit dem Endboss. Das Heilen hat ja lange gedauert. Konnte man hier vorher... Ernsthaft? An den PC von einem Mitarbeiter geht's noch, Elima? Der ist nicht ganz sauber, der Elima, sage ich euch, Leute. Der ist echt nicht ganz sauber. Wenn der Dex vervollständigt... Ist das ein weiblicher Schwarzgurt? Oder sieht es gerade nur aus der Seite... Ich glaube, es sah nur von der Seite gerade so aus. Hä, aber es ist ein anderer, oder? Sehen die Schwarzgurte nicht anders aus? Oder ist mir das bisher einfach nicht aufgefallen? Habe ich überhaupt schon mal gegen Schwarzgurt gekämpft? Gibt es überhaupt Schwarzgurte in Alola? Ich habe keine Ahnung. Ein Traum wird wahr. Von denen... Blau. Was? Ist das nicht alles Elima gewesen? Alter, eine Limo, Leute. Einfach mal eine Limo hinter die Binde kippen. So muss das sein. Schön. Die Wahrscheinlichkeit, ein schnelleres Pokémon zu finden, beträgt 1 zu 4000. Sagt er da in der Ecke. Und jetzt überlegt mal, warum der Typ hier in der Ecke sitzt und quasi entweder ex-Team Skull ist oder bald zu Team Skull gehen wird. Das macht Shiny-Hunten aus euch, Leute. Verzweiflung, Verzweiflung. Alle Captain machen das, okay. Egal, in meinem Headcanon war das alles Elima. Hey, Aether Foundation. Na? Elima spendet 1 Euro und sagt Sticker. Vielen, vielen Dank. Sticker, das klingt wie Hanzo. Skedar! Vielen, vielen Dank für deine Spende, Elima. Das mit den Stickern ist trotzdem... Müssen wir mal drüber reden. Müssen wir echt mal drüber reden. Sekündchen. Geil. Oh, ich habe gerade eine Skizze bekommen, Leute. Ich habe gerade eine wunderschöne Skizze bekommen. Die werde ich euch nicht zeigen. Ich werde auch nicht sagen, um was es geht. Gehen mag, wenn es doch nur jemand gäbe, der seinen früheren Trainer gekannt hat. Es wäre fantastisch. Vielen lieben Dank. Hier, nimm bitte diesen Pokéball an dich. Nachlassball? Ich frage mich, ob die Beziehung zwischen einem Trainer und seinem Pokémon für immer unverändert bleibt. Auch wenn einer von beiden nicht da ist. Nachlassball? What the fuck is this? Ich bin gerade behämmert. Wo sind die Bälle? Da. Nachlassball. Der Pokéball enthält ein Pokémon, das seinen Trainer verloren hat. Dieser stammt wohl aus Ula Ula. Also die Sidequests finde ich schon sehr cool, dass es also generell einfach sowas gibt. Ich finde, das ist halt eigentlich die schönste Art, wie man solche Items, wie zum Beispiel das Schlauglas, was ja durchaus ein gutes Item ist, wie man die halt für den Spieler erreichbar einbauen kann. Kaliber spendet 1 Euro, die Pause war nur für meine Wäsche. Gib's zu. Ja, genau das. Das war doch nur eine Minute, oder? Vielen, vielen Dank, Kaliber, für deine Spende. Das Ula Ula stammen soll. Ich erinnere mich an eine andere Quest aus dem Original. Mit den Evoli-Trainern, da ist ja auch jemand gestorben von denen. Deswegen war das kleine Mädchen da, was quasi das Felinara hatte oder irgendwie sowas war das. Viele sind von A nach B. Ja, schon klar, aber ich meine einfach den Grundansatz, dass es sowas gibt, finde ich tatsächlich eigentlich ganz cool.
Ich sehe schon wieder einen Sticker. Und direkt noch einer. Was ist da los? Aber erstmal in das Gebäude hier rein. Ah, ich darf nicht. Ja. Okay. Komm bald ein anderen Mal wieder. Du hast dir die Sticker eigentlich gut. Damit kriegst du gigantisch große Herrscher-Pokémon tatsächlich, ja. Ist ja noch keine Pokémon-Liebe. Was? Pokémon-Liebe? Was denn für eins Pokémon-Liebe, Cox? Bei anderen Spielen ist auch noch rumlaufen, Gegner klatschen. Oft. Nicht immer, aber oft, ja. Wenn ich da ein Spiel ans Herz legen könnte, welches fantastische Sidequests hat. The Witcher 3. Godlike. Natürlich gibt es auch Dark Quests, die einfach nur von A nach B rennen sind, aber viele dieser Quests sind auch einfach nur richtig Kriegersen. So. Jetzt gehen wir endlich mal hier hin. Hey du da, ja dich bei dich. Würdest du mir kurz helfen? Achso, das ist die Kleine. Oh. Hier drüben. Hey, das ist Driftlon. Yo, 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 dreh uns nicht den Rücken zu, man. Ey Mann, ist das nicht die von Mele Mele? Dieser Typ hier sind beide Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Ja, ich hab's schon mal gesehen. Na und ob, Mann. Mein Name ist Hapu. Merkt euch das gefälligst. Ist es in größeren Städten wie diese etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen? Also, oh, ich dachte, das hätte D gesagt. Ha, nicht mit mir. Los, du übernimmst den da. Was heißt hier, Diebe machen unseren Job, Mann. Wir wurden nur nach Akala versetzt, weil die auf Mele Mele uns abserviert hat. Trifft Lord Monka S. Aber diesmal stellen wir die Sache auf den Schädel, yo. Driftlon sweeps ja. Die verfluchte Schule habe ich gemacht, ja, und die war godlike. Witcher 3, ich kann es bald spielen und freue mich schon riesig. Oh, jetzt wird's zu deep, Ikre. Turn back, turn back. Hat nur die Skullrüppel gemimt. Ja, genau. sie hat einfach nachgemacht. Ich bin fix und fertig, Bro. Ich muss eigentlich mal diese ganzen Trainer-Besiegt-Posen nachmachen. Wenn man immer nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen, Mann. Das klingt eigentlich super sad, wenn man so drüber nachdenkt. Triff! Pamper! Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Pampros? Nur zu, dieser aufgeblasene Typ bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Boah, lass uns lieber die Kurve kratzen, yo. Kein Bock, hier meinen Schädel zu riskieren, Mann. Yo, yo, ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädel, damit du dir einen Dickschädel einhämmerst, Mann. Merk dir gefälligst endlich, wer ist... Findest du allein nach Hause? Ja, ja, wir wissen ganz genau, wo dieses Driftlon hingeht, Leute. Dum-di-dum-di-dum, mal gucken, wen ich heute kille. Schau an, schon machst du. Wobei, meine Theorie nach war es eher das Hypno. Schon macht es sich auf den Weg. Ich bin froh, dass es Driftlon gut geht. Du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Alice, ein guter Name. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Ich habe Gothic nie gespielt, also kann ich es nicht bewerten. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich schulde ich dir noch was für deine Hilfe. Pampros! Ach ja, Alice, du solltest dich unbedingt mal ein Battle Royale versuchen. Das ist auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pampros sieht das genauso. Und Pampros jetzt von hinten sieht man nur so... Don't do it, brah! Don't do it! Oh nein, Battle Royale. Ich werde wieder gezwungen, da mitzumachen, oder? Ich sehe Mask Royale nicht, aber ich glaube, der stand auch erst drin.
Yeah, erstmal heftig flexen, wie Falco, nur dass Machomai es actually noch wirklich kann. Und jetzt alle so, hä, was labert der da? Tja, ja, ich hoffe einfach, Falco hat das gesehen. So, dann gucken wir mal, ob uns hier jemand Gegenstände schenken möchte. Du hast keine andere Wahl, ja, das dachte ich mir fast. Das dachte ich mir fast. Dum-dum-dum-dum, Hyperball. Die Sache ist, ich habe Gothic tatsächlich theoretisch sogar auf Steam. Das hat mir irgendwann mal jemand geschenkt vor Ewigkeiten. Heftig flexen, so sieht's aus. Alter, die stehen alle im Weg. Ich kann nicht zu diesem Typen hier. Los, Machomai, flex für mich. Yeah. Er flext nicht. Okay. Battle Royale ist das Beste. Niemand jemals. Ich muss sagen, ich habe Usum ja auf den New 2DS gespielt und da ging das mit dem Battle Royale ganz gut. War nicht ganz so schön wie auf den älteren Geräten. Ja, das Problem ist halt hier, das ist halt der ganz, ganz, ganz alte erste 3DS hier. Das heißt mit anderen Worten, Avenue Royale hat einen Pokémon-Fanclub, okay. Das heißt, hier läuft es besonders schlecht drauf, sage ich mal. Ich tausche es gegen meinen Tentacher. Ich habe keinen Tentacher. Sag mir nochmal, was willst du mir dafür geben? Schmerbe. Okay. Schmerbe, Schmerbe. Huch, das Pokémon ist belinkter auf der Erden. Ja, hat wahrscheinlich gerade einen Maschok bekommen. Ah, hier sind die ganzen Wetter-TMs. Hier sind sie. Ich habe Zoom auch auf einen der allerersten Modelle gespielt. Das war nicht so gut. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Wäre es, wenn ein Pokémon langsam so Pokémon Super Fanclub ändern würde? Super Fanclub? Super Fanclub? Leute, wir wissen alle, wie es heißen soll, oder? Das ist natürlich der Ultra Fanclub. Und nur das ist richtig. Hier erstmal wieder Vandalismus beheben. Ich bin's, Maggie, die angehende Schauspielerin. Oh Gott, wärst du wieder für einen Kampf zu haben? Maggie? Der Name kommt mir bekannt vor. Der Name kommt wirklich... Wo war die denn nochmal? Vielen Dank, dass du mir weggelegt hast, einen neuesten Tanzstil auszuprobieren. Also bist du bereit, es geht los. Wo war die Maggie denn nochmal? Wie schön, dass du dich heute hier eingefunden hast. Lass uns schnell alle Sorgen... lass all deine Sorgen gehen. Atme tief ein und spüre den Wind auf deinem Körper. Der Hula-Stil ist die Sprache des Herzens und somit der Herzschlag Alolas. Die waren Blumenmeer. Ah ja, stimmt. Nee, Maggie sagte mir wirklich was sogar. Sagte mir sogar wirklich was. Jetzt alle mittanzen. Komm, Steinwurf hier. Ich bin einfach mit allen Attacken effektiv. Talion, hau sie weg! Ah, das war die, die sich wegteleportiert hat. Naja, gut, nach Heuler. Nach einem Heuler mache ich natürlich leider nicht mehr den größten Schaden auf der Welt. Um nicht zu sagen, quasi gar keinen Damage. Alter. Der legendäre Nichtschaden. Keine Heil-Items bitte, danke. Keine Heil-Items, Leute, darf ich auch nicht benutzen. Ha, natürlich darf ich es benutzen, ich spiele keine Nutzlocke. Weiß ja nicht, ob die Starter Shiny-Locked sind. Ich glaube, in Usum ist nichts Shiny-Locked, sofern ich das gehört habe. Hulala. Das war hilfreich. Durch diesen Kampf konnte ich den Herzschlag Alolas spüren und meine ganz persönliche Form des Hula-Stils entwickeln. Und... Okay, ich dachte, sie teleportiert sich wieder. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Doch, die Gen 7 Shiny sind... Nein, das ist nicht wahr. Die Ultra-Bestien sind nicht Shiny-Locked. Und die Ultra-Bestien sind auch legendäre Pokémon.
Wenn, dann meinst du einen Teil der legendären Pokémon sind Shiny Locked. Also hier Lunala und so, ne? Ein weiterer Tanz wird mich zu erfinden. Alola und auf Wiedersehen. Tschüss, und jetzt teleportiert sie sich. Einfach weg. Okay. Rotom mal wieder sad da unten. Dass wir so richtig gute Freunde geworden sind, ist das so? Wenn ich dich ab sofort Super A nenne. Oh je. Hältst du mich für mutig? Ne. Achso, die hat mich gefragt. Verdammt, nicht, dann haben wir etwas gemeinsam. Ich dachte, er hat sich gefragt. Aber ich glaube schon, dass du zumindest mutiger bist als ich. Hast du kurz Zeit für mich? Ja. Muss ich schon meinen ganzen Mut zusammentun, um dich anzusprechen. Da siehst du mal, wie wenig Mumm in mir steckt. Diese kleine Sache hat mich all meinen Mut gekostet. Wirklich armselig. Deshalb würde ich gerne eine Geschichte hören, die mich wieder ein bisschen ermutigt. Würdest du mir bitte eine erzählen? Leider hast du gerade keine Geschichte dieser Art parat. Wenn du jemals etwas erleben solltest, das mir Mut machen könnte, dann komm bitte wieder und erzähl mir davon. Richtig traurig. Mein ganzes Leben besteht scheinbar nur aus Trauer, dass ich nicht dazu in der Lage bin, eine Geschichte zu erzählen, die etwas Fröhliches beinhaltet. Super A? Nee, fände ich nicht so toll. Das klingt vielleicht doch nicht so ideal. Mini-A kannst du mich nennen. Also, du bleibst Alice, meine beste Freundin für alle Zeiten. Irgendwie ist das schon putzig. Was für eine sind Tapus? Die Alola-Wächter quasi. Die Wächter Alolas. Den AP-Bonus. Kann ich mich hier hinsetzen? Nö. Schade. Das sieht aus, als wäre es der Pokémon-Fanclub. Gehe ich aber kurz erstmal hier rein. Mich hat Rotom immer angebaggert. Was? Was hat Rotom denn bitte da gesagt? Dum, da, dum, 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 da, dum. Gufa! Ich bin Mala und das ist mein treues Gufa Sada. Mala Sada. Wir betreiben zusammen den inoffiziellen Mala Sada Fanclub. Guh! Gufa ist so niedlich, ne? Gufa ist so ein putziges Vieh. Auch wenn es eine riesige Hand quasi aus seinem Inneren rauskrempeln kann und seinen Magen umdreht. Aber egal. Wir tragen Tag und Nacht köstlichen Kunden von den Malasadas in die weite Welt hinaus. Ganz weit oben auf dem Speiseplan stehen Malasadas. Schnall dich an. Die da unten nur so scheiße. Das habe ich schon tausendmal gehört heute. Los geht's, Gufa. Gugu. Heute esse ich einen Maxi-Malasada für dich. Die Königsklasse unter den Malasadas. Ich bin so frei und gönne mir einen Bissen. Mom, mom. Nicht Gufa essen. Gugu. Unglaublich. Egal wie viel Freude. Gugu. Der Malasada wird einfach nicht kleiner. Gugu. Alter, ich habe mich ganz kurz erschrocken, dass er das Gufa gefressen hat. Pyukumuku. Morgen geht es weiter. Wenn es wieder heißt, ganz weit oben auf dem Speiseplan steht Malasada. Schnallt euch an. Na, wie findest du unser Malasada-Slogan? Wieso ist das Maskottchen dieses Ladens eigentlich ein Savajone? Die gibt es in Alola doch gar nicht. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich finde, Gufa wäre eine viel passendere Wahl. Gibt es etwas Appetitlicheres als ein Pokémon mit der Fähigkeit Magenkrempler? Für die kostenlose Wärme bin ich den beiden zwar dankbar, aber dieser Lärm... Ihr seid doch eh Drillinge. Egal, ich muss die beiden einfach ausbilden und mich auf Verkaufen konzentrieren. Hatte das jetzt actually irgendeinen Sinn? Wir singen weiter, bis Gufa das neue Maskottchen dieses Ladens ist. Und Gufa hat seinen Magen umzukrempeln, wenn wir eine Flasche Kuhmilch kriegen. Habe ich nicht eine? Kuhmilch, Kuhmilch! Hätten wir eine Flasche Kuhmilch, könnten Gufa und ich eine Mysto-Malasada zubereiten. Hast du eine Flasche Kuhmilch für uns? Weiß ich gar nicht. Ich sag mal ja. Habe ich tatsächlich. Kuhmilch, Kuhmilch! Daran könnte Gufa dich eine leckere... Ja, hast du schon gesagt. Bitte warte einen Augenblick. Wie lang diese Szene einfach war.